Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Triebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T. Heute Take 3 zum Thema die häufigsten Fehler bei Einsteigern. Und an Nummer 3 rangiert, ihr Lieben, genau, das Trainieren mit Umkehrschwung. Was ist der Umkehrschwung? Ganz einfach, der Umkehrschwung ist natürlich ein instinktives Verhalten des Menschen. Das heißt, der Mensch möchte immer bei allem, was er tut, was er immer wieder tut, natürlich auch Energie sparen. Und somit schleicht sich immer ein Fehler beim Krafttraining ein. Das ist folgender. Ich gehe jetzt mal vom Bankdrücken aus. Machen wir den Tisch ein bisschen tiefer. So, und zwar, wenn ihr Bankdrücken macht, Hantel raus, runter auf die Brust, gleich wieder hoch. Runter auf die Brust, gleich wieder hoch. So, das bedeutet, ich mache es mal ganz schnell. Runter und wieder hoch. Und das hier unten, das hier, ohne anzuhalten, wieder in den konzentrischen Bewegungsablauf einzuleiten, das ist das Trainieren ohne, das Trainieren mit Umkehrschwung. Das heißt, man nutzt die Dynamik von der Abwärtsbewegung, geht sofort wieder in die Aufwärtsbewegung. Das ist natürlich energetisch sehr sparsam, somit natürlich auch im menschlichen Organismus instinktiv verankert. Fürs Krafttraining ist es aber aus mehreren Hinsichten nicht besonders förderlich. Und zwar Nummer 1. Wenn wir mit Umkehrschwung arbeiten, Momento, da ist was, wo ich umschalten muss. Wenn wir mit Umkehrschwung arbeiten, dann nutzen wir bedingt durch den Umkehrschwung weniger Muskelfaserbündel, wie wir tatsächlich nutzen könnten. Warum? Durch diesen Umkehrschwung ist es dem Körper möglich, mit wesentlich weniger energetischem und mit Kraftaufwand zu arbeiten. Das bedeutet, dass ein großer Anteil, bis zu 20-30% weniger Muskelfaserbündel in die konzentrische Bewegung eingebunden werden. Das bedeutet, wenn wir ohne Umkehrschwung arbeiten, das heißt, wir gehen beim Bankdrücken raus, langsam runter, stopp, halten einen Bruchteil einer Sekunde die Bewegung an und legen dann wieder los und gehen dann in die exzentrische Phase über, nutzen wir mehr Muskelfaserbündel, wie wenn wir mit Umkehrschwung Trampolineffekt trainieren würden. Der Hintergrund ist der, dass wenn wir unten einmal kurz anhalten und dann frisch ansteuern müssen, haben wir einen erhöhten Widerstand, einen erhöhten Drehmoment, den muss man überwinden, um wieder in die konzentrische Phase reinzukommen. Und das sorgt dafür, dass wir mit mehr Muskelfaserbündel arbeiten. Und mehr Muskelfaserbündel eingebunden in die Bewegung bedeutet mehr mechanischen Reiz an mehr Muskelfaserbündel. Und dies wiederum bedeutet, dass wir eine größere Chance haben, mehr Muskelmasse aufzubauen. Punkt Schluss, das war's schon. Einfach mal ausprobieren, das maximale Gewicht, was ihr schafft, runterlassen, unten einmal anhalten und dann frisch anfahren. Ihr werdet sehen, 99% von euch können dieses Gewicht nicht heben, nicht drücken. Warum? Weil natürlich den Abwärtsschwung nehmt ihr mit in den Aufwärtsschwung. Somit ganz klarer Vorteil, Training ohne Umkehrschwung. Das war's, ihr Lieben. Bis bald, bis zum Part Take 4.